Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handpumpen unter der Lupe. Heute mal wieder mit einem Fabelwesen und zwar mit dem Living Puppets Seeungeheuer. Da passt diese Irish Tweed Mütze nicht ganz, ich weiß, aber nichtsdestotrotz dachte ich mir, ich statte mich mal ein bisschen kleidungstechnisch aus, was die Herkunft eventuell dieses Seeungeheuers angeht. Es mutet so ein bisschen an wie ja, das sagenumwobene Monster vom Loch Ness. Dieses Monster von der Firma Living Puppets bzw. Mattes Spielprodukte ist, so wie ich finde, ein relativ süßes Monster. Aber ob das denn auch von der Verarbeitung her alles so stimmt, das möchte ich mir jetzt einmal mit euch im Detail anschauen. Fangen wir als erstes an mit der Bespielbarkeit. Und das könnte jetzt etwas länger dauern, denn bespielbar ist nur das Klappmaul. Leider. Nichtsdestotrotz kann man das Monster auch noch anderweitig bespielen, beziehungsweise das Seeungeheuer. Man kann dazu natürlich dann auch seine Hände benutzen, um beispielsweise auch den Schwanz zu bespielen. Der Eingang zum Klappmaul befindet sich auf der Unterseite hinter dem Halsband. Bevor ich hier an dieser Stelle weitermache, möchte ich euch einmal noch den Kopf etwas genauer zeigen. Wir haben die typischen Augen von der Firma Living Puppets. Die Nasenlöcher, die hier leider etwas schlecht zu sehen sind. Dort kann man sogar mit dem Finger rein. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen eklig. Wenn wir uns das Klappmaul anschauen, sehen wir vier Zähne, die auch ein bisschen ja, aufgerichtet sind im Mund, wenn man sich das mal von der Seite anschaut. Wir haben einen angedeuteten Rachenraum und wir haben eine Zunge, die auch nicht bespielbar ist. Hier vorne in der Zunge ist, wie ihr das vielleicht vom Orschili kennt, ein kleiner Ballast drinne, der die Zunge dann im Mund hin und her schlackern lassen könnte. Wir haben weiter an dem Seeungeheuer hier zwei kleine Ohren, die versteckt sind zwischen einem, ja, man kann es fast nennen wie eine Löwenmähne, denn das Ganze geht einmal um den Kopf des Seeungeheuers rum. Dann hat das Seeungeheuer ein Nietenhalsband und auf dem Rücken ist der typische Kamm, so wie er für einen Drachen üblich ist. Dieser Kamm zieht sich fast bis ganz durch zum Schwanzende. Das letzte Stück, dort hat der Drache bzw. das Seeungeheuer keinen Kamm mehr. Am Schwanzende befindet sich nochmal ein kleiner Büschel, der ist genau in derselben Farbe gehalten wie oben die Mähne des Seeungeheuers, nämlich in einem Braun. Das ganze ja, grüne Fell ist sehr weich, sehr flauschig, fast so wie ein kuscheliger Bademantel. Weiter hat das Seeungeheuer vier Füße bzw. vier Pfoten. An den Pfoten sind jeweils nach vorne drei Pranken und nach hinten eine. Und dort befinden sich dann auch jeweils Krallen. Hier noch einmal die Krallen etwas genauer im Detail. An der Unterseite ist übrigens das Seeungeheuer in einem weißen Ton gehalten. Das setzt sich knapp unter dem Ansatz bzw. unter dem Eingang zum Klappmaul fort bis hin zum Beginn des Schwanzes. Was mir aufgefallen ist, als ich das Seeungeheuer etwas genauer unter die Lupe genommen habe,
ist diese kleine Stelle hier unten am Schwanz. Das ist das Einzige, was mir an der Verarbeitung, ja, etwas, ich würde nicht sagen negativ, weil es ist noch nicht mal negativ. Es ist jedenfalls mir ins Auge gestochen, als ich mir das Seeungeheuer genauer angeschaut habe. Das Living Puppet Seeungeheuer ist übrigens laut Katalog 80 cm lang. Ich habe natürlich nochmal nachgemessen und bin auf sage und schreibe 104 cm gekommen. Ich habe die Firma Living Puppets bzw. Mattis Spielprodukte mal angeschrieben und sie mit diesen bei mir widersprüchlichen Maßen konfrontiert. Ich habe leider noch keine Antwort erhalten, sonst würde euch diese Info an dieser Stelle zugutekommen. Nichtsdestotrotz finde ich dieses Seeungeheuer, trotz dieser Überlänge, einfach knuffig. Und wer sowas haben möchte oder wer einen Drachen sucht, der ist mit diesem Seeungeheuer recht gut beraten, wenn das Ganze auch nicht zu naturgetreu sein soll. Ein kleiner Tipp noch für dieses 60 Euro teure, ich hätte jetzt beinahe gesagt Vieh, Seeungeheuer. Wenn ihr das bespielen wollt, nehmt eure rechte Hand und haltet die unten unter dem Bauch. Ungefähr, dass ihr mit dem Daumen die rechte vordere Pfote berührt und mit der linken Hand geht ihr dann in das Klappmaul rein und dann könnt ihr dieses Seeungeheuer wunderbar auch bespielen. Das war es wieder einmal von Handpuppen unter der Lupe. Abschließend bleibt noch zu sagen, dass ich mich wie immer freuen würde, wenn ihr einen Kommentar unter diesem Video hinterlasst und auch einen Daumen hoch. Tanja und ich würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns auf unserer Facebook-Seite besuchen würdet, uns ein Like bzw. ein Gefällt mir hinterlassen würdet. Und wir würden uns natürlich auch über einen Besuch von euch auf unserer Website freuen, nämlich vorsicht-puppe.de. Dort findet ihr übrigens auch Ausmalvorlagen von einigen der Handpuppen, die wir für unsere Arbeit verwenden. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, alles Gute, euer Hannes. Wie es der Zufall will, ist kurz nachdem ich diese Aufnahmen hier abgedreht habe, eine E-Mail eingetroffen von der Firma Living Puppets bzw. Mattis Spielprodukte. Man entschuldigt sich für das Maß von 80 cm, was in den aktuellen Printkatalogen und auch auf der Website bisher zu sehen war. Das Seeungeheuer ist nicht 80 cm lang, sondern es ist um die 100 cm lang. Also hier nochmal das kleine Update am Schluss. Ich sage nochmal Tschüss, alles Gute, euer Hannes.